Willkommen back beim Podcast, der sich da draußen um euch Gedanken macht, wortwörtlich. Heute haben wir das Thema, die psychologische Auswirkung auf Tanzen, und zwar vielleicht die negative Seite. Sozusagen die Risiken und Nebenwirkungen von Tanzen. Ihr seid bei Straight into Cypher. Und wenn es hier wieder um so ein Thema geht, wo ich einfach nur Scheiße rauslabern kann, habe ich mir wieder die professionelle Psychologin Ellen dazu geholt, die mich gegencheckt. Hallo Ellen, wie geht's dir? Hi, gut. Bin jetzt schon gespannt auf den Podcast heute. Ja, letztes Mal haben wir so die positiven Auswirkungen, auch sogar die therapeutischen, guten Sachen vom Tanzen, wie Tanzen euch gut tun kann. Aber heute haben wir so die Verpflichtung, das ein bisschen Negativere auszuleuchten. Kleiner Spoiler, ich glaube, es ist nicht das Tanzen an sich, sondern eher wie man es macht und wo man es macht. Aber ob ich recht habe, das werden wir heute sehen. Gut, dann überlasse ich dir jetzt, Ellen, weil du bist ja die Expertin. Nochmal für alle, die vielleicht jetzt das erste Mal hören, du bist Psychologin. Und machst gerade die Ausbildung zu? Zur Psychotherapeutin, so kognitive Verhaltenstherapie nennt sich die Richtung. Genau, da habe ich jetzt gestartet. Und deshalb bringe ich vielleicht auch immer mal wieder kleine Beispiele, was ich jetzt so aus dem therapeutischen, klinischen Kontext kenne. Und dann schauen wir mal, wie sehr wir das dann auch mit dem Tanzen übertragen können, was wir da vielleicht für Parallelen finden. Genau, bin mal gespannt. Weil ich denke auch, dass sehr viele Parallelen gerade zu so Leistungssportlern oder auch zu Bühnenkünstlern und so ein Zeug da. Mm. Also Tanzen ist ja jetzt nicht isoliert in der Welt. Es gibt ganz viele Leute, die vor tausenden Leuten auftreten oder Wettkämpfe machen. Und ich glaube, da gibt es auch eine Menge, wie soll ich sagen, einen großen Pool, wo man rauspicken kann, um zu vergleichen. Ja. Cool. Okay, dann Let's go. Öffne ich hier mal meine Folien. Genau. So. Perfekt. Genau. Ich hätte jetzt erstmal nochmal mit dem Thema Selbstwert gestartet, weil wir das ja auch schon bei den positiven Seiten ziemlich ausgeleuchtet hatten und schon auch festgestellt haben, dass da Tanzen oder Breaken auch ein sehr gutes Mittel sein kann, dass man auch Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten gewinnt und darauf basierend dann auch positive Einstellungen über sich selbst als Person auch entwickeln kann. Mhm. Die Kehrseite wäre aber vielleicht, wenn man jetzt wirklich sein Selbstwerthaus wirklich jetzt nur auf dem Erfolg im Tanzen basiert. Also da wäre natürlich die erste Frage, wie man überhaupt den Erfolg im Tanzen für sich selber definiert oder misst. Also ob man das wirklich sagt, ich bin nur erfolgreich, wenn ich irgendwie von anderen da positives Feedback bekomme, wenn ich irgendwie ein Battle gewinne. Und je nachdem, wie man das ja für sich definiert, ist man halt dann extrem abhängig von dem jeweiligen Art von Erfolg. Und letztendlich prägt es dann ja auch schon die Annahmen auch über sich selbst, also dass man irgendwie vielleicht so Grundannahmen entwickelt, wie nur immer, wenn ich abliefer, bin ich was wert, nur wenn ich das und das gewinne, bin ich zufrieden mit mir selbst oder bin als Person irgendwie gut. Und gerade wenn es in solche Richtungen geht, kann das schon auch sehr, sehr negative Auswirkungen haben. Bestimmt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich denke, davon haben wir es ja auch letztes Mal gehabt, dass ich diese Theorie habe, es gibt die Pokaltänzer und die Skilltänzer, die Leute, die auf Erfolg ausgerichtet sind, und zwar externen Erfolg, das heißt gerade Pokale, Medaillen, beispielsweise auf Views, Klicks, Followers, und die anderen, die wirklich so auf die tänzerischen Skills ausgelegt sind, das heißt, ich möchte jetzt 50 Runden Twist können, weißt du. Und wenn ich das geschafft habe, dann ist es mein Erfolg. Und ich glaube, dass halt, wenn du, wie soll ich sagen, intern orientiert bist, auf deine eigene Leistung, deine Skills und dann auch zufrieden bist, glaube ich, ist gesünder. Mhm. Ich kenne ja auch viele Leute, die so sind, sind ja auch Top-Tänzer, die auch sehr viel gewinnen, aber die Wettkämpfe sind ihnen nicht so wichtig. Ihnen ist wichtig, dass sie die Skills haben. Und da halte ich sehr viele Leute sehr psychisch auch stabil. Die haben weniger Krisen. Und Leute, die halt extern, ich meine, das kennt jeder, Social Media hat so einen Druck gemacht, dazu kommen wir noch später, aber das ist jetzt das perfekte Beispiel, weil auf einmal ist so, Menschen, die du nicht kennst, bestimmen über dein Wohlempfinden, weil du auf einmal das Ziel hast, so und so viele Klicks oder Bestätigungspunkte zu bekommen, und beim Breaken allgemein, klar, also in der Battle-Szene ist,
wenn du gewinnst, bist du King. Wenn du verlierst, nicht gut. Was ich meine, und da gab es auch sehr viel, klar, Stress und Druck und alles Mögliche. Und weil halt einfach diese Wettkämpfe so wichtig waren, wie sie eigentlich nicht sind. Also meiner Meinung nach ist so, die Wettkämpfe sind völliger Bullshit, solange du nicht als Tänzer 70% von den Videoeinnahmen kriegst, finde ich sie nicht wichtig. Aber das Selbstwertgefühl, ich glaube auch ganz viele Leute haben einfach ein falsches Selbstwert allgemein, halten sich entweder zu gut oder zu schlecht. Und beim Tanzen ist, glaube ich, weil so wenige Leute oben sein können, weil es ein sehr Pyramidensystem ist. Also gerade jetzt Richtung Olympia ist ja eine Pyramide. Nur ganz wenige, nur die paar 1% schaffen es nach oben. An denen wird sich gemessen. Und bei Sachen wie zum Beispiel, wo auf Geschwindigkeit oder Weitwurf geschaut wird, weißt du, wo wirklich keine Geschmackssache drin ist, dann denke ich, macht es vielleicht Sinn. Aber bei uns, wo Geschmackssache ist, kannst du ja die 1% nie wirklich festmachen. Bedeutet, es ist pure Fantasie und dann werten sich Leute ab, die eigentlich gut sind, aber sich schlecht fühlen. Und ich glaube, da ist die Gefahr, dass man sich zu weit nach oben orientiert anstelle an sich, würde ich jetzt sagen. Ja, das stimmt. Das trifft, glaube ich, echt einen guten Punkt, dieses Vergleichen. Also mit wem vergleicht man sich? Versucht man so mit also sich selbst zu verbessern, immer so die Version von sich selbst zu schlagen sozusagen, oder ob man das immer mit externen Leuten sich da vergleicht. Genau, was sich zum Beispiel auch häufig so im klinischen Kontext zeigt, dass Leute mit extrem instabilem Selbstwert oft sehr narzisstisches Verhalten zeigen. Und das wird oft zum Beispiel als so eine Art Schutzmechanismus gesehen, weil eben wenn der Selbstwert sehr, sehr instabil und sehr, sehr verletzlich ist, dass dann so Überkompensationsstrategien entwickelt werden, dass halt man möchte eben auf jeden Fall vermeiden, dass man irgendwie gekränkt wird oder irgendjemand den geringen Selbstwert bemerkt, und dadurch wird, also so stellt man sich selber extrem positiv dar, will immer von anderen ja Anerkennung bekommen, Lob bekommen, und will auf jeden, also ist eben ja reagiert extrem empfindlich auf jede Form von Kränkung, Kritik. Und das ist so ein ganz interessantes Muster auch. Ich weiß nicht, ob das in der Tanzszene auch irgendwie was ist, was man häufig sieht. Doch, doch, sehr, sehr. Es kommt halt aufs Land drauf an. Also Leute, zum Beispiel so Japan und Russland, was ja Weltklasse-Länder sind, da haben die deutlich weniger solche Fälle. Also ich weiß noch 2012 oder so. Ich glaube 2012 habe ich so das erste Mal richtig mit russischen und ukrainischen Tänzern Kontakt gehabt und die haben so gegen Amerikaner getanzt und meiner Meinung nach waren sie besser. Und in Deutschland war es so üblich, dass du nie die Entscheidung der Jury akzeptiert hast, weißt? Man ist, fühlt sich immer betrogen und verarscht und man fühlt sich immer, ich hätte eigentlich das verdient. Und dann bin ich halt auch zu den Ukrainern und Russen gegangen, die damals zusammengetanzt haben. Ich habe gesagt, hey, ich fand euch besser. Und die haben alle so, nein, nein, Mann, wir sind bei weitem noch nicht so weit. Wir müssen noch viel härter trainieren und so. Die haben das so überhaupt nicht negativ gesehen. Und zwar, also die haben immer die Herausforderung positiv gesehen und haben sich immer eher im schlechteren Licht gesehen als gut im Licht. Und zum Beispiel in Frankreich war es komplett anders. Also Deutschland ist so ein Mittelding. Es gibt viele auch Leute, die nichts einsehen können. Aber Frankreich war so, gegen die Franzosen konntest du nie gewinnen. Also die waren immer unzufrieden. Und wenn dann du gegen sie gewonnen hast in Frankreich, dann musstest du dich immer darauf bereithalten, danach immer noch ausgecallt zu werden, in so einem 1 gegen 1 oder so, weil sie halt die Entscheidung nicht akzeptiert haben, wollten sie halt immer noch mal sich selber beweisen, dass sie doch gewonnen haben. Was ich meine? Und das ist halt, die tun alles. Also ich kenne einige Tänzer, die tun wirklich alles, um als Sieger vom Feld zu gehen, sozusagen. Und ja, es ist ja auch interessant, wie unterschiedlich auch mit Kritik umgegangen wird, ob das die Leute eher als Ansporn nehmen, sich zu verbessern, wirklich das sich zu Herzen nehmen, oder ob das wirklich nur als Angriff gesehen wird und ja, überhaupt nicht angenommen werden kann. Ja, definitiv. Vor allem bei Geschmackssachen, weißt du, du kannst zum Beispiel über Stils, kannst du ja endlos diskutieren, welcher Stil besser ist und da würdest du ja Ja, nie eine klar. Endlösung finden und die Leute tun aber so, die stecken so viel Energie rein und streiten sich und weißt du, ich meine so viel Negativität einfach nur, um Recht haben zu wollen über eine Sache, wo niemand Recht haben kann. Das ist Ja, Kunst, das weißt du, das ist stimmt. ja das Schöne an Kunst, aber
Ja. Man gerade mit Jury-System, dort endet es ja im Prinzip, dass Leute wirklich ein Jury-System aufstellen, wo sie sagen, mein Geschmack ist richtig und ihr müsst alle so die gleiche Ansicht haben wie ich. Und ich halte das für überhaupt nicht richtig und gesund auch für die Kultur und Szene. Ja, das stimmt. Und ich meine, dadurch geht ja auch letztendlich schon ein bisschen die Vielfalt verloren, weil sich dann alle passen dann ihren Stil so an, dass es möglichst dem Bewertungssystem entspricht oder Ja. ja. Ja, früher wurde auch ein bisschen anders bewertet, weil es war ja eher so ein Mannschaftswettbewerb, also Crew-Battles. Und jede Crew hatte so seinen Footworker, seinen Power-Mover, seinen Spezialist für Handtops und so weißt du. Und du hast irgendwie immer diese Nische in diesen Menschen gefunden, so. Das heißt, wenn wir auf irgendwelche Battles gekommen sind, dann wusste ich, okay, der, diese vier Jungs sind so ihre Position in ihren Crews, was ich meine hab. Und du hast irgendwie, jeder hatte so Platz damals bei Crews-Wettbewerben, weißt du. Einer konnte nur Footworks. Der war super in der Crew. Eine konnte nur Top Rocks, war richtig gut in Top Rocks. Super in der Crew. Weißt du, ich meine, einzeltänzerisch wurde ganz anders bewertet. Bei einzeltänzerisch haben die keine Sonne gesehen bei Wettkämpfen. Und deswegen glaube ich, dass so dieser Crew-Aspekt damals einfach besser war als jetzt dieses nur eins gegen eins. Und weil du bewertest dich ja anders. Du bewertest dich komplett in einem anderen Rahmen. Auf einmal musst du alles können, weil die Jury sitzt dran und Stimmt. sagt, wir wollen, dass du Power Moves, Footwork, Styles, Freezes, Blow-ups, alles kannst. Aber du von Natur, von deiner Genetik her oder wie du aufgewachsen bist, bist halt vielleicht nur in einer Sache sehr gut. Und dann musst du aber 90% von Sachen trainieren, die dir keinen Spaß machen, in denen du schlecht bist. Und anhand von denen wirst du dann bewertet und nicht an den 10%, die du eigentlich richtig gut machst. Und ich glaube, das ist so ein System, wo also das System von 1 gegen 1 einfach nicht wirklich gut ist. Was ich meine? Für, es gibt bestimmt auch welche, ich war auch 1 gegen 1 sehr erfolgreich, weil es mir liegt, weil es zu mir passt. Aber den wenigsten passt 1 gegen 1. Und deswegen glaube ich, ist einfach eine Wettkampfvielfalt, wenn wir wieder zurück zu wirklich Mannschaftswettbewerb gehen würden, zu Crew Battles, wäre es, glaube ich, schon leichter wieder für viele Leute. Aber es ist nur eine Theorie von mir. Ja, aber schon, also klingt nachvollziehbar. Ich meine, es ist letztendlich so wieder auf der psychologischen Ebene, je mehr, wenn jeder eher das macht, was ihm liegt, kann er wieder mehr positive Erfolgserlebnisse sammeln, was ihn wieder bestärkt in seinem Ding. Er ist motivierter und so weiter. Das wirkt sich ja wieder auch, hat ja wieder starke Auswirkungen dann. Ja. Also eine gute Okay. Theorie. Ja, ist eine gute Theorie, glaube ich. Genau, was ich auf jeden Fall auch noch ein spannendes Thema finde, ist Perfektionismus. Genau, kann ich mir auch vorstellen, dass es schon auch in der Breaking-Szene schon auch ein Thema ist. Und ich kann jetzt wieder so ein bisschen aus dem klinisch-therapeutischen Kontext berichten, weil man da oft in der Therapie sowas macht, wie dass man sein inneres Team aufstellt. Also man schaut, was man so für innere Teamplayer hat, die halt so verschiedene Gedanken und innere Stimmen sozusagen auf einen selbst einreden. Und da zeigt sich das so bei Leuten die sehr perfektionistisch sind, dass sie oft so was wie so einen inneren Antreiber haben. Also, dass die oft so Gedanken haben, boah, du musst noch besser sein, du musst noch härter trainieren, du musst dich da mehr anstrengen und die ganze Zeit so in die Richtung. Und was natürlich einerseits, eigentlich, also was natürlich schon auch gut ist, weil das natürlich die Leute zu ihrer Bestleistung antreibt. Andererseits ist natürlich bei diesem inneren Antreiber, dem ist natürlich eigentlich nie was gut genug, also weil es geht ja immer weiter, also es gibt ja auch kein Ende dann, weil hat man das geschafft, dann musst du noch mehr machen und noch mehr machen. Und da stellt sich halt so ein bisschen die Frage, was so die eigene Messlatte ist, weil wenn die eben so hoch ist, dann wird quasi jeder Fortschritt, der so drunter liegt, eigentlich nicht gesehen und man arbeitet nur auf das allerhöchste Ziel hin und ja, letztendlich kann man dann auch nie wirklich für sich selbst den Erfolg ha oder spüren, weil eben die Messlatte und die Ansprüche so hoch gesetzt sind. Genau, und ich glaube, das ist schon vielleicht auch ein Thema bei einigen Tänzern. Bestimmt, 100%. Also man sieht es ja auch, also ich habe ja auch tänzerische Ziele gehabt und das war halt, ich wollte die beste Version von mir sein, das will ja, viele wollen das ja sein. Ich wollte aber auch ein paar Moves haben,
die keiner hat. Das habe ich auch dann hingekriegt und ich sehe jetzt halt überall meine Moves und ist okay, was ich meine. So, ich glaube, es geht darum, wirklich realistische Ziele zu setzen. Ich wollte eigentlich, ich meine, Ziele haben sich auch geändert von der Laufbahn. Am Anfang willst du ja einfach nur, oh, ich will jetzt zum Beispiel Power Moves lernen. Dann lernst du Power Moves, dann merkst du, okay, jetzt geht es eins gegen eins, ich will das gewinnen und so. Und ich glaube auch, Wissen ist da ziemlich wichtig. Wenn du zum Beispiel, weil ich auch Veranstalter bin und DJ und moderiere und so, habe ich ja ganz andere Einblicke und ich weiß zum Beispiel hinter die Kulissen, wie es läuft und ich weiß, was du brauchst, um eins gegen eins zu gewinnen. Und das sind nicht nur Skills, sondern das ist auch sehr viel Connection. Und wenn du halt solche Ziele hast, dass, ey, meine Leistung, ich bringe die und die Leistung und die bringt mich überall hin und das stimmt halt in der Breaking-Szene nicht oder in der Tanzwelt allgemein, weil da noch mehr Faktoren sind, dann wirst du ja nie dein Ziel nie erreichen können, weil da wieder externe Faktoren zu wichtig sind. Und Stimmt. man hat ja immer den Machtverlust sozusagen und ich glaube, wenn du Perfektionist in dem Sinn bist, dass du gerne Kontrolle hast und auch die Macht haben möchtest, dann wirst du in Tanzwelt immer unglücklich sein. Beim Boxen oder so ist das anderes. Knock ihn aus, fertig. Aber ich denke auch, dieser perfekte Stil oder perfekte Ding, das ist nie zu erreichen, was ich meine. Stimmt. Und viele Leute versuchen es trotzdem. Und ist okay. Also ich finde, der Weg ist das Ziel, kann ja auch sein. Aber es muss halt realistisch sein. Also ich finde auch, ich bin Fan von kleinen Zielen setzen, weil dann bist du immer glücklicher. Beispielsweise, aktuelles Beispiel bei mir war, ich wollte bei einem Short, wollte ich 100 Leute, jetzt habe ich fast 1000 am ersten Tag. Und es war jetzt 10-mal mehr, als ich mir erhofft habe an einem Tag. Und ich bin glücklich. Was ich meine, hätte ich jetzt eine Million erwartet, hey, das Ding muss viral gehen, dann wäre ich ja super enttäuscht. So. Ja, genau. Und Aber was würdest du sagen, wäre dann so ein realistisches Ziel beim Breaken? Also so, dass man sagt, eher so sagt, so ich will den und den Move schaffen, oder was würdest du da für konkrete ja. Beispiele geben? Ich würde sagen, Moves. Und konzentriert euch auf die Skills. Weil du brauchst 5, 6 Jahre, bis du wirklich mal im Breaking drin bist. Weißt, das ist jetzt anders wie bei anderen Sportarten, wo wir biologisch schon ausgerichtet dafür sind, beispielsweise Klettern. Also ich habe in ein paar Wochen habe ich ein mittleres Level beim Klettern gehabt. Und ich müsste jetzt Jahre reinbringen, um physikalisch ready zu sein für hohes Level. Aber ich möchte ein mittleres Level bleiben. Ich bin glücklich dort. Was ich meine, es genügt mir. So, und beim Breaken brauchst du, manche brauchen 6 bis 10 Jahre, bis sie mittleres Level erreicht haben. Und wenn du da schon von vornherein, ich will breaken und ich will das und das gewinnen, dann musst du dich einstellen auf 10 Jahre oder 12 Jahre. Und du hast Verschleiß. Das heißt, du brauchst gute Therapeuten und gute Unterstützung. Was ich meine, spezielle Trainer zum Beispiel, die dich wirklich dahin bringen, weil wenn du am Anfang was falsch machst, zahlst du in 10 Jahren vielleicht mit Karriereende, Hüftimpingement und so ein Zeug. Also wirklich Probleme. Deswegen würde ich immer Leuten sagen, Step by Step. Was ich meine, also ich würde mich darauf konzentrieren, die Physik, also den Körper erstmal fit zu machen, 2, 3 Jahre. Und es geht ja immer bei jedem, ist ja individuell. Aber fit auch in dem Sinn, dass du halt wirklich Kontrolle hast und auch einfach bewusst tanzt, dass du weißt, was du machst und die Kontrolle hast. Und dann Move für Move, das sind so Eigenschaften, die helfen dir bei jedem Schwierigkeitsgrad. Auf die sollte man eigentlich achten, weißt du? Also gerade so zum Beispiel Balancing, weißt, die meisten Leute können nicht balancieren, nicht mal auf einem Bein stehen und das hat was mit schwächeren Gewebestruktur zu tun, weißt, ich meine vom körperlichen her, wenn du das hast, dann fallen alle Moves leichter. Konzept von Schwung, viele Leute verstehen das Schwung nicht, weißt man, und ich würde so die Fundamentdinger, würde ich abarbeiten, weil dann hast du auch eine viel schnellere Entwicklung und dann wirklich Step by Step dann auch Move für Move für Move, Style für Style, Musikrichtung für Musikrichtung, weißt, dass du zum Beispiel auf 90 BPM Boom Bap genauso tanzen kannst wie auf 120 Heartbreaks und so ein Zeug, weißt, ich meine, da gibt es so vieles, was man trainieren kann, bevor man überhaupt an Turniere denkt. An Bells, weißt, ich meine, Cyphern lernen, ganz, ganz wenige Leute können Cyphern mittlerweile, weil sie einfach ich weiß nicht, diesen Kreis nicht spüren können oder verstehen können, was ich meine. Und deswegen glaube ich, also Perfektionismus im realistischen Rahmen würde ich jetzt nicht als ungesund bezeichnen, weißt du, weil ist ja auch so ein bisschen Anstreben, aber ich glaube, bei vielen Tänzern, die haben, ja, ist einfach unreal. Vor allem, man merkt sie ja auch dann bei guten Tänzern, die bleiben irgendwann gegen eine Wand stehen und entwickeln sich nicht weiter. Weißt du, ist mir ja auch passiert so. Da muss man halt auch lernen, okay, das ist halt
So bin ich halt. Das ist meine Phase jetzt, weißt du? Und dann kommst du in eine andere Phase. Ich denke ja immer gerne in Phasen. So Anfängerphase, Upcoming-Phase, Pro-Phase, weißt du? Und dann unseren Zeug. Und ich glaube, so, wenn man in Phasen und Etappen denkt, ist man auf der sicheren Seite, auf der Entwicklung, körperlich wie psychisch, würde ich jetzt sagen. Ist nur eine Theorie wieder. Ja, doch, doch, das stimmt, so in Phasen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was ich noch als nächsten Punkt hatte, so dieses, weil ja auch im Training hat man ja auch so Phasen, also man hat ja gute und schlechte Trainingstage, das ist ja auch so ein bisschen wie so ein kurvenförmiger Verlauf, so mal läuft es schlechter, mal läuft es besser. Und da gibt es schon, also jetzt im therapeutischen Sinne redet man halt oft von so ein bisschen Denkverzerrungen oder Denkfallen, dass man zum Beispiel von einem, also von dem Moment oder von dem aktuellen Zustand, wie es einem gerade geht oder wie es jetzt heute an dem Tag war, so verallgemeinert auf alles. Also dass man Ja. zum Beispiel sagt, wie heute, also heute geht es mir scheiße, heute lief es im Training schlecht, deshalb bedeutet das, ich bin immer schlecht, ich bin generell ein Versager, irgendwie so in die Richtung. Und da muss man auch schon ein bisschen aufpassen bei solchen Schlussfolgerungen. Und das halt doch immer so, sich so vor Augen halten, okay, das war jetzt heute an dem Tag, lief es jetzt nicht gut, bedeutet aber nicht, dass es immer so sein wird, sondern es wird auch wieder bessere Tage geben, so das bisschen relativieren Ja. vielleicht. Ja. Es geht ja auch in die andere Richtung, weißt du? Viele Leute wissen gar nicht mehr, dass sie einfach alt geworden sind. Weißt du, denken, ah ja, ich kann das noch, ich kann die Kombo machen ohne Probleme und dann zerstören sie ihren Körper, weißt du? Ah ja, ich war doch damals voll krass, ich bin ja heute immer noch krass. Ich kenne auch so Leute. Ja. Ja, das so ein bisschen, das so realistischer einschätzen. Ja, ich denke Oft, auch zum ja. Beispiel gerade, wenn ich das Wort Bestleistung lese, weißt du? Was, wenn du deine Bestleistung erreicht hast? Was ich Ja. meine, was ist danach so? Du hast jetzt Peak, du hast irgendwas Krasses gewonnen. Ist dann vorbei? Weiß ich meine, setzt du dann wieder neue Ziele oder weiß ich meine, wie, also wenn wirklich jemand perfekt, ein perfektes Ziel hat und es dann wirklich erreicht, was, das ist ja auch nicht das Ende, es geht ja auch dann weiter. Du Ja, kannst ja kein Endziel haben, so. Du bist ja das stimmt. länger am Leben, als du tanzen kannst, weißt du? Deswegen, naja. Aber das ist wahrscheinlich schon auch erstmal so ein Loch, oder wenn man so merkt, so, boah, ich war jetzt eigentlich gerade so auf meiner Bestleistung, auf dem absoluten Peak, und jetzt ist erstmal so so was mache ich jetzt eigentlich erstmal? Muss es sich echt wieder neue Ziele suchen und Ich denke schon, ja. ja. Also es ist ja bei mir zum Beispiel ist ja der Fall mit der Verletzung, weißt, zwei Bandscheibenvorfälle im Hals sind jetzt Karriereende für viele, weißt. Und für mich ist so, ich, also mich interessieren auch die Wettkämpfe nicht. Also die, wie sich es entwickelt hat. Mir macht es keinen Spaß. Wir machen unsere Wettkämpfe, die ich jetzt mit Fausern veranstalte, unsere zwei Vereine, die machen mir Spaß. Da darf ich leider nicht mitmachen, deswegen ist es für mich okay, weißt. Also ich habe meine Nische gefunden und Ja. damit habe ich keine Probleme. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei ganz vielen das auch zu massiven Problemen führen kann. Gerade Verletzung ist ja auch ein Riesenthema. Also ich hatte ja auch damals so Ja. eine ganz typische Sportler-Verletzungsdepression. Jedes Mal, wenn ich verletzt war, ging es mir richtig scheiße. Ich habe mich entweder komplett weg vom Sport gezogen, mich hat nichts mehr gejuckt, oder ich war, bis morgens habe ich mir Videos reingezogen. Fuck man, wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich gewonnen und bla 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 und so ein Zeug. Und mein Psychologe damals hat mir komplett geholfen. Und heute, wenn ich mich verletze oder dies, das, also macht mir nichts mehr aus, psychisch. Also ich falle in keine möglichen negativen, sondern ich habe immer was zu tun. Mein Leben ist bunter, weil früher habe ich so dieses Schwarz-Weiß-Denken gehabt, so tanzen oder nicht, tanzen ist mein Leben, fertig. Ich habe auch noch Kampfsport gemacht, das hat mir aber eher so Balance gemacht. Also trotzdem hat es mir Tanzen gedient, weißt du, und alles war irgendwie nach Tanzen ausgerichtet, meine berufliche Entscheidung und alles. Und ich habe das eingesehen für mich persönlich, dass es nicht gesund war. Ich habe ja viele Talente. Und ich lerne auch gerne und deswegen fühle ich mich da auch viel wohler, bunter aufgestellt zu sein. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Mittel, weil du wirst tanzen sehr körperlich. Du hast den Fuß umgeknickt oder gebrochen. Was ich meine, was machst du dann? Du kannst nicht wirklich 100%. Ich habe mit gebrochenen Arm habe ich Elbow Twist gelernt. Also bei der Schlägerei Handgelenk gebrochen, habe dann angefangen, Ellbogen zu machen, weißt? So geht's auch, aber das sind ja nicht allgemein so. Wenn Wirbelsäule, ich habe mir mal einen Wirbel gebrochen bei einem Bärtel. Und dann war ich wirklich 3 Monate weg und das war für mich eine Horrorzeit. Das war für mich absoluter Horror. Und da wurde mir klar, dass ich auch Hilfe brauche, weil ich da nicht alleine rausgekommen bin. Weil man will ja perfekt sein, man will alles selber lösen. Und ich glaube, diese harten Stopps, wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, dann
glaube ich, kann schon sehr viel Probleme so. Und gerade so im späteren Verlauf der Karriere, glaube ich, so in der späteren Phase, wo man sich nicht Okay. eingestehen kann, dass man nicht mehr so gut ist, dass die Jugend ein besser ist, was ich meine, oder die Tanzrichtung sich so verändert hat, dass du nicht mehr cool bist und so, solche Sachen. Ich glaube, da sind sehr viele Gefahren beim Tanzen, glaube ich. Ja, das stimmt. Und da, wie du schon sagst, da ist dann schon wichtig, dass man schaut, dass man irgendwie auch so sein Leben auf mehreren Säulen irgendwie aufbaut, weil wenn dann sonst, wenn man es wirklich nur aufs Tanzen, wenn das wegbricht, ist halt erstmal wirklich nichts mehr da. Und da dann trotzdem auch schaut, okay, was kann ich eigentlich noch alles gut oder was gibt mir noch irgendwie Sinn oder was macht mir noch Spaß? Ja, und man Ja. kann ja auch über mehrere Sind. Wege in der Kultur bleiben. Also die Kultur gefällt mir, Genau. die ganze Ding. Und ich meine, der Podcast ist das beste Beispiel. So, es gibt keinen in Deutschland echten Tänzer-Podcast. Und auch als Veranstalter zum Beispiel einfach aktiv sein, mithelfen. Es gibt so viele Wege, wo jetzt Leute aus irgendwelchen Gründen nicht aktiv Wettkampf teilnehmen können, die trotzdem Ja. aktiv in der Kultur sind. Weißt du, also. Ja, genau. Voll. Dann zum nächsten Okay, Punkt. so, genau. Ich klicke mal schon mal weiter. Ah, Motivation, genau. Ich glaube, das hatten wir auch letztes Mal schon kurz angesprochen, so, dass man sich doch auch mal immer mal wieder hinterfragt, so was, also warum tanze ich eigentlich, was motiviert mich das so? Ist es eher, sind es externe Faktoren oder ist es wirklich intrinsisch? Also macht mir wirklich das Tanzen an sich Spaß oder was ist es eigentlich so, warum ich immer ins Training gehe? Genau, da hatten wir gutes. Das hattest du auch vorher noch mal so mit dieser Performance versus Outcome. Also Ja. schaue ich einfach, also bin ich oder belohne ich mich oder bin ich zufrieden dafür, für einfach, dass ich die Moves übe, dass ich mich aufraffe, dass ich zum Training gehe, dass ich mich da weiterentwickeln will oder bin ich oder belohne ich mich dafür, dass ich oder ist mein Antrieb das, dass ich irgendwie später auf meinen Outcome schaue. Also habe ich jetzt da gewonnen, habe ich da gewonnen. War ich da erfolgreich? Genau, das wäre so ein bisschen diese Aspekte. Und Ich denke auch, was ich. sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, sag gerne was dazu. Ich denke auch, Dopamin ist ja auch so ein Ding, weißt du? Wir sind ja viele Ja. Dopamin-Junkies und die Leute rennen auch hinterher. Und ich merke das ja bei mir zum Beispiel, dass Breaken bei mir irgendwann nicht mehr Dopamin so ausgelöst hat. Also ich war nicht gefordert genug, dass ich belohnt wurde von meinem System. Das haben wir auch letztes Mal gehabt mit diesem State of Flow, dass ja der Ah, ja. psychologisch du reinkommst in diesen Tätigkeitsrausch, der ja auch wirklich wie ein Rausch ist. Das heißt, du bist fast, also kontrolliert, außer Kontrolle nenne ich das immer. Und gerade bei Freestyle, also ich bin ja purer Freestyler. Und wenn du dann auch noch so Kombos machst und so ein Zeug, ist halt das beste Gefühl der Welt. Weißt du, wenn du wirklich so das erreicht hast und so selber überrascht bist, du weißt nicht, was du selber machst, aber irgendwie kontrollierst du dich trotzdem und dann kommt so. Das ist einfach ein riesen belohnendes Gefühl. Auch dann, klar, bei Wettkämpfen, selbst im Training, wenn die ganzen Leute ausrasten und so ein Zeug, das ist einfach geil. Und irgendwann merkt man einfach, also da habe ich auch Studien gelesen, dass halt irgendwann du an so eine Grenze gekommen bist, wo es dich nicht mehr genug fordert, dass dein Körper nicht mehr so viel Dopamin ausschüttet. Und dann kommt man wirklich an, irgendwann hat jeder diese Belohnungsgrenze erreicht. Und ich glaube, deswegen sollte man Dopamin nicht als Motivation ungefähr sehen, was ich meine. Dieses Suchtgefühl, so ich brauche das Tanzen und so. Ich glaube, das sollte nicht der Hauptmotivationsfaktor sein, weil irgendwann ist das Ding auch zu Ende. Ich glaube, die Motivation sollte einfach auch sich selber bewusster sein, weil Motivation zum Beispiel allein von Sport ist ja gesundheitlich orientiert. Weißt? Also du bewegst dich, Stoffwechsel, Kreislauf, alles profitiert ja auch vom Tanzen, egal ob jetzt welche Tanzart du machst, weißt. Und man muss sollte dann aber auch seine Motivation ein bisschen eingrenzen, glaube ich. Und man kann auch übermotiviert sein, weißt du? Wenn ich so immer Stimmt. von Nachwuchs höre, so, ja, ich scheiß auf Schule, ich will nur breaken, dann kriegen sie bei mir zum Beispiel Trainingsverbot. Dann dürfen die nicht mehr bei uns trainieren, weißt du? Weil das so Ah, übermotiviert ist. So, hey, das ist nicht wert, weißt du? Ich meine, so, tanzen wird dich. Also, Schule ist wichtiger als tanzen in dem Moment. Und ich glaube, bei vielen Leuten auch so dieses verrückte Moves, also wie viele Leute sich verletzt haben, zum Beispiel bei doppelten Salto, auch wirklich vom Hals ab gelähmt sind, weil sie meinten, oh, ich will das auch können, ich krieg das hin und das Risiko halt nicht mehr gesehen haben, übermotiviert, weißt. Und deswegen glaube ich, da ist immer eine Balance, also Yin-Yang.
Die Balance ist, glaube ich, ganz gut. Und man sollte auch, ich glaube, wenn man weiß, wie so ein bisschen neurobiologisch im Körper abläuft, die Prozesse, dann hat man ein Ja. besseres Verständnis dafür und dann kann man es auch besser kontrollieren, glaube ich. Aber ich Ja, meine, wir sind stimmt. Therapeuten, wir denken sehr klinisch. Nee, aber es stimmt schon. Ich meine, mit höherer Motivation ist halt auch so ein bisschen die Risikobereitschaft wächst halt auch. Und da muss man schon schauen, wenn man halt zu sehr in diesem, also zu sehr auch diesen, so ein bisschen, ja genau, wenn zu sehr so diese Dopaminsucht, man will den Kick haben und dafür gibt man irgendwie alles. Und schätzt gar nicht mehr die Risiken so gut ein. Also das ist schon auch ein Aspekt, den man so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte oder wo man sich auch fragt, so, boah, ist es das jetzt wirklich wert? Wie sicher kann ich, also wie sicher bin ich mir auch bei der Sache überhaupt? Ja, Ja. weil ich meine, man will ja sehr guter Tänzer sein als Beispiel und du bist eine Verletzung weg vom Karriereende. Eine Verletzung, eine schlechte Entscheidung, einmal ausrutschen, einmal irgendwas falsch machen und das war's dann. Ja. Und das muss man sich bewusst sein, dass man dieses, ich sage immer, vermeidbare Risiken heißen so, weil man sie vermeiden muss oder sollte. Und also man sollte motiviert sein, sich lange gesund halten zu wollen. Das sollte die erste Motivation sein, glaube ich, wenn man in irgendeinen Tanz- oder Tanzsport Ja. geht. Und diese Motivation sollte man Stimmt. auch dann nicht mehr Ja. loslassen. Das sollte so eine fundamentale Motivation sein. Weil Motivation beispielsweise, du kriegst ein Jobangebot, dann bist du ja kurz motiviert. Ich habe auch mal zum Beispiel Schauspieljobs gekriegt, dann war ich da kurz motiviert, dann hatte ich keinen Bock mehr drauf, weiß ich so. Und in dieser Motivation ist ja auch immer so phasenweise und Ja. glaube ich, ja. Ja, klar, und schon ist schon auch wichtig, dass man die Motivation nicht nur an einem bestimmten Gefühl ausrichtet, sondern auch so ein bisschen rational ausrichtet, wie du schon sagst, so dass man sagt, meine Motivation kann auch sein, dass nicht nur wegen dem Gefühlskick, sondern auch, weil es meinem Körper gut tut, weil ich weiß, das ist ja für die Gesundheit, für viele verschiedene Aspekte gut, Ja, ich dass man meine sich auch, das auch, ja. also beispielsweise auch als Trainer, weißt du, ein Trainer sollte immer Vorbild sein, du sollst den Leuten zeigen, nicht nur labern. Also ist deine Motivation als Trainer zum Beispiel auch selber gut zu sein, so viele Bewegungen wie möglich zu können, um sie richtig weiterzugeben. Also die Motivation können ja auch zum Beispiel deine Schüler sein oder irgendwelche anderen Leute, weißt du, wo du einfach weitergeben möchtest. So muss ja nicht unbedingt um dich und deinen Stimmt. Erfolg gehen. Du kannst ja auch dann sagen, hey, Stimmt. ich will jetzt meine 10 Jahre breaken und danach will ich eine Tanzschule haben als Beispiel. Und ich lege schon alles drauf, dass ich ein guter Tanzlehrer werde. Stimmt, ja. Ja, Ja, cool. und die soziale Motivation, dazu kommen wir, glaube ich, das nächste Thema ist Social Media, gell? Ah ja, genau, ich Okay, hätte, ja. ich glaube, davor habe ich noch eine Sache, die ich ganz interessant finde. Ich glaube, das ist auch so eine psychologische Theorie, wo man aber, glaube ich, gut in der Praxis anwenden kann. Dieses Attributionstheorie, also wo man quasi die Ursache für seine Leistung sieht. Und je nachdem, wie man das immer zuschreibt, ist es halt auch entweder Selbstwert förderlich oder eher nicht. Also ein Beispiel wäre jetzt irgendwie beim Battle irgendwie verkackt man voll oder es irgendwie läuft überhaupt nicht. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wo suche ich die Ursache? Sage ich, also man kann die eine Sache wäre, sage ich, das war intern, also liegt an mir oder extern liegt an Umständen oder anderen. Und dann noch, ist es stabil oder instabil? Also ist es immer so oder ist es jetzt mal, also war das so ein bisschen, ist es mal so, ist es variabel. Und gerade jetzt bei dem Beispiel, irgendwie beim Battle lief es nicht gut, wäre es jetzt natürlich ungünstig, wenn ich jetzt sage, das lag an mir und das ist immer so und wird sich nie ändern. Also weil dann ist natürlich für die Motivation ist es nicht förderlich. Während wenn ich jetzt sage, okay, es lag vielleicht wirklich an mir, aber ist jetzt instabil, also es war jetzt einfach, weil ich heute einfach generell nicht so fit war, keine Ahnung, meine Konzentration war nicht Durchfall. so gut. Genau, dann ist es was halt änderbar ist und was für mich auch also trotz allem kontrollierbar ist. Und genau, je nachdem, wie man das eben bewertet, hat es auch einen ziemlich großen Einfluss. Genau. Krass, und das hat der Weiner schon 1985 aufgestellt. Interessant. Ja.
Genau. Gleichzeitig ist natürlich, wenn man irgendwie mal, also wenn man irgendwie gewinnt oder gut ist, dann darf man schon auch sagen, das liegt jetzt wirklich an mir, ist stabil, das ist schon meine Fähigkeit, als dass ich jetzt nur sage, das war jetzt alles Zufall, kann ich überhaupt nichts dafür. Ja, Genau. ich meine, Ja. richtiges Selbstlob ist ja auch wichtig, wenn es Ja, auch genau. angebracht ist und angemessen. Ja, genau. Okay, genau, aber das ist eine, oh, das hat es ein bisschen verzogen, glaube ich, auf der Folie. Egal. Genau, aber Social Media hatten wir uns auch noch als Thema vorgenommen. Ja, das nehmen wir jetzt mal so als letztes Thema für den öffentlichen Teil der Sendung, weil das muss auf jeden Fall auch, Ja. weil es sehr öffentliches Thema ist, gehört es in den öffentlichen Teil. Ja. Boah ja, also Social Media. Ich meine, Social ich muss Media. kurz erwähnen, ich habe ja Social Media gequittet. Also klar, ich habe noch meine Accounts, aber ich tue da nur outputten sozusagen, wirklich lesen oder so ein Zeug. Das Beste, was man machen kann, ist einfach schon mal die Benachrichtigung ausmachen, dass kein Like angezeigt wird und so und dann selbst einfach wieder die Kontrolle hat, Ja. wie füttere ich mein Hirn mit was für einem Müll, wann. Und bei Genau. mir war es der Grund, Social Media war für mich immer nicht interessant, sondern ich war da eher so gruppenzwangmäßig drin und auch habe mich da immer so ein bisschen angepasst. Man merkt ja auch, Instagram, TikTok, alle ticken ein bisschen anders. Und dann habe ich so eine neurobiologische Studie gesehen mit dem Kurzzeitgedächtnis, dass halt nachts ist ja dein Hirn am plastischsten. Und wenn du dann anfängst, diese Reels zu sehen oder Shorts und so ein Zeug, dass tatsächlich dein Kurzzeitgedächtnis gelöscht wird, weil es so viel Informationsflut ist. Und also gibt ja jetzt die ersten so Langzeitstudien und die zeigen halt, dass Social Media sich dumm machen kann. Und mein Hirn ist mir sehr wichtig, deswegen habe ich es gequittet. Ja. Also das Risiko ist mir nicht wert. Deswegen, Ja. wenn ich mich sozialisieren möchte, dann tue ich mich mit Leuten treffen. So. Und der Rest sehe ich halt als Werbung an, also Werbeplattform. Damit ihr da draußen wisst, dass eine neue Sendung rauskommt, dafür ist es cool. Aber Feedback hole ich mir auf Events direkt. Ja, Als das Beispiel. stimmt. Ja, und das ist ja auch schon Wahnsinn. Man kennt es ja auch von sich selber, wenn man irgendwie diese Reels, das ist ja schon, da kommt man, also da kann man ja auch richtig schlecht wieder aufhören, wenn man da einmal reinkommt, wenn die da anguckt und dann kommt wieder das nächste vorgeschlagen und das nächste, das ist wirklich, das ist schon, hat Sucht, schon eine krasse das Macht, ja. ja, ist Suchtverhalten. Das ist also da ein paar gehen Stunden so. Ja. Aber ja, Und Einfluss, erzählen Sie. also was ich mir so für Gedanken gemacht habe, ist natürlich, wenn man jetzt eben auf Social Media hat man natürlich viel mehr Zugriff, sieht auch viele andere Breaker, was die so für krasse Sachen machen. Und das ist natürlich einerseits, also schafft so neue Maßstäbe, gibt neue Ideen. Das kann schon auch positiv sein, dass man irgendwie sieht, wow, was ist alles möglich, irgendwie doch coole Inspirationen kriegt. Andererseits sind es natürlich die Maßstäbe, gehen natürlich auch, also werden natürlich immer höher. Und so auch von der, aus der Motivationspsychologie, da gibt es so ein bisschen das Modell, man hat ja quasi den Ist-Zustand und dann hat man so den Soll-Zustand, also seine Ziele, was man sich vorgenommen hat. Und jetzt natürlich durch, wenn man da jetzt ganz neue Maßstäbe bekommt, verschiebt sich, also ist natürlich der Abstand sozusagen zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand wird immer größer, so diese Gap dazwischen. Und es gibt diese Motivationsformel, dass man sagt, also Motivation kommt dadurch zustande, je nachdem, wie viel wert mir mein Ziel ist und auch wie erreichbar das ist. Und wenn halt ein Wert davon halt gegen null geht, ist halt natürlich die Motivation insgesamt gegen Ja. null. Und wenn jetzt natürlich die Erreichbarkeit immer weiter abnimmt, ist es natürlich für die Gesamtmotivation schon, also senkt die natürlich schon stark. Genau, aber gut, es kommt eben darauf an, wie man, also ob man das jetzt einfach, ob man das ja als Motivation, als neue Ideen, Inspiration sieht oder ob das eher man das dann wirklich als Vergleichsmaßstab nimmt und ja, dann irgendwann merkt so, boah, das werde ich ja niemals schaffen und ja. Ja, ich denke auch, das liegt bei einem selber. Es ist ja mit jeder Technologie so. Das kommt immer darauf an, wie der Mensch das nutzt. Weißt? Und bei Social Media ist halt auch so, du kannst dich über andere Leute freuen und sagen, oh krass, der Typ hat jetzt
40 Runden geschafft, ich schaffe nur 5, weiß ich mein. Oder du sagst negativ so, oh Mann, der schafft 40, ich nicht mal 5 oder nicht mal 6 und so ein Zeug. Es kommt immer auf einen selber drauf an. Ich glaube, das Wie man, darf man nicht ja. vergessen. Keiner zwingt dich, mit denen zu messen, sozusagen. Und bei vielen kenne ich, also ich bin ja nicht in der Social Media Welt aufgewachsen. So, das heißt, bei uns war Breaking, du musstest Leute kennen, Kontakte, direkte Kontakte. Du bist auf ein Event gegangen, da lagen Flyer rum, wo die nächsten Events sind. Und das war die einzige Info. Und wenn wir Videos haben wollten, dann mussten wir sie entweder. Es gab so einen richtigen Schwarzmarkt aus Sachen, wo jemand nach Amerika geflogen ist, dort so 20 Kassetten mitgebracht hat, hierher. Und dann hat er halt hier so das verbreitet. Und ich hatte mehrere Jahre, ich weiß gar nicht wie lange, hatte ich nur 2 Videos zu Hause. Nur 2 Videos. War noch vor YouTube. Das heißt, ich hatte nur 2 Videos. Mehr hatte ich nicht. Und als dann YouTube kam, dann war es natürlich schon ein riesen Gamechanger. Das kam an, mit so Foren, wo auch die Leute diskutiert haben. Weißt du, wenn jemand was gepostet hat, war die Diskussion damals noch sehr lebendig. Da wurde es mal angegriffen. Wir hatten in Deutschland auch ein Forum. Und es war sehr, sehr negativ. Also die Kommentare darunter, weil die Leute sich auf einmal geschützt fühlten durch anonyme Namen und so ein Zeug, dass man nicht rausfindet, wer das ist. Und also das war diese richtig hardcore anonyme Zeit vom Internet. Und jetzt ist ja eher so, dass man Selbstdarstellungs-Internet hat sozusagen. Und das ist nochmal was anderes, weil auf einmal fühlst du dich verpflichtend, selbst darzustellen und so. Früher hat jeder ein bisschen Trailer gezeigt, Videos gemacht, um seine Moves zu sichern, fast. Also war eine der Motivationen war, hey, ich möchte nicht gebaitet werden, ich stelle ein Video online, weißt. Aber dann haben auch viele Baiter-Leute halt so schnell wie möglich ihre Videos hochgestellt vor den Originalleuten und dann war das auch so ein Thema. Und jetzt ist ja, die Leute stellen ja sofort hoch, praktisch nach dem Training. So ratzfatz, Hauptsache viel, Algorithmus. Du musst rausscheißen sozusagen. Und so muss man das auch sehen. Also das ist ja nicht wirklich, die Leute, wie soll ich sagen, die machen das, also viele machen das ja nicht wirklich, weil sie das 100% wollen, sondern weil sie denken, man muss so machen. So war es ja bei mir auch. Was ich meine, man muss posten, weil sonst geht man vergessen oder sonst fällst du im Algorithmus runter und so ein Zeug. Bei mir persönlich nicht, das war jetzt mit so Podcast-Sachen, weißt du, wo es ja auch mehr Sinn macht, aber für dich als Tänzer, ich weiß nicht, ob da Social Media so Sinn macht, so viel Output zu produzieren, meine ich, weißt du, dass du dich diesem aussetzt, diesem System aussetzt, diesem Werbemuster aussetzt. Für was? Ja, das stimmt. Ich meine, es sind auch trotz allem nur so digitale Likes und keine Ahnung, das im Endeffekt, was bringt es einem? Und ich finde halt auch, es ist trotz allem schon auch immer sehr verzerrt, weil du siehst dann zwar ein krasses Video, wie jemand krasse Sachen macht, aber du weißt ja auch, also trotzdem, du siehst ja auch gar nicht, was alles in Arbeit dahinter steckt, wie viel, also was der auch alles dafür getan hat. Du siehst dann einfach nur so dieses tolle Endergebnis. Ja, Ja. weil man sieht auch nur seinen besten Moment. Genau. Also, vielleicht hat er es nur Ja. einmal im Leben geschafft. Er stellt ein Video online und du denkst, oh fuck, der kann das und ich kann das nicht. Und dann triffst du ihn Ja. auf den Bärtel und er kann das alles nicht. Er kriegt den Bärtel nicht hin und du smokest ihn voll weg, weil deine Sachen sind vielleicht schlechter, aber deine Sachen sind stabil, du kannst sie immer. Und er macht nur so Genau. One-Shots. Was ich meine, er kriegt das einmal hin im Training und das war's. Nie wieder. Er hat nur eine Aufnahme davon. Deswegen darf man sich mit Aufnahmen nicht brüsten und auch nicht messen, weil im Cypher wird es dann gecheckt. Was ich meine. Und es gibt ja auch mittlerweile echt nur so Internet-B-Boys, die nur von Videos leben, weißt du? Man sieht sie nirgendwo auf. Und nicht in Cypher und so weiter. Die haben halt voll viele Follower und ganz, ganz komisch. Ich kenne, man kennt sie halt nicht, weißt du? Das ist das Ding. Aber auch so diese, früher warst du im Training, du hast trainiert, du hattest entweder ein gutes Training oder ein schlechtes Training, aber meistens hast du ja gutes Training, das ist ja das Ziel. So, und dann kommst du mit dem guten Gefühl nach Hause, du gehst schlafen mit dem guten Gefühl, du wachst auf mit dem guten Gefühl, gehst wieder ins Training mit dem guten Gefühl, weißt? Und das einzige Mal, wo du vielleicht so ein bisschen gecheckt worden oder sagen wir mal Realitätscheck hattest, also das einzige Mal, wo du echt einen Realitätscheck hattest, war es immer direkten Kontakt mit anderen. Das heißt, bei Jams, bei Battles, im Cypher, weißt du, ich meine, du kommst rein, denkst, oh ja, ich bin voll der gute Breaker und auf einmal stehst du dran und siehst, heilige Scheiße, was geht hier eigentlich ab? Wie krass sind denn die, weißt du? Und es ist ja auch, du siehst sie in echt ist ja noch viel emotionaler. Du, weißt du, ich meine, es ist was ganz anderes, als wenn du ein Video siehst. Das heißt, du hast wirklich diese Energie und das ganze Lebendige, weißt du, du siehst es richtig lebendig und du checkst dich, du vergleichst dich dann was mit was echtem Lebendigen und nicht mit was so gefühlslosem Video.
Und deswegen waren auch diese Realitätschecks, wenn du gemerkt hast, fuck, ich bin viel schlechter, als ich gedacht habe, oder ich bin nicht so gut wie die, war nicht so negativ, glaube ich, wie heute, weil heute du trainierst, fühlst dich super, gehst nach Hause, machst dein Handy an und siehst jemanden, der war viel besser. Scrollst runter, oh, voll krasses Video, voll krasses Video. Und da kommt ja nichts rüber, du siehst ja nur diese toten Bildschirm. Und damit dann sich zu vergleichen und dann ein schlechtes Gefühl davon zu bekommen, weißt du, ich meine, das sagen, oh, fuck, ich bin doch nicht so gut. Das halte ich für super gefährlich und völlig unnötig. Völlig unnötig. Das ist ja eine Einstellungssache. Denk halt anders. Freu dich für die Person. Fertig. Auch Ja, wieder eine Theorie von mir. doch voll. Also, das stimmt. Könnte auch meinen, dass du auch schon mal ein bisschen Psychologie studiert hast. Ich habe Psychologie als Unterricht gehabt. Ich habe mein Examen mit 1 gemacht. Ja. krass. Und ich habe in Oh, der nicht schlecht. Psycho, also ich habe in der, also nicht in der Anstalt gearbeitet, sondern viele Krankenhäuser haben ja auch solche Bereiche und Stationen, da habe ich ja auch gearbeitet. Das heißt, ich habe sie nicht psychologisch behandelt, die Patienten, aber ich musste ja die Krankheiten kennen und wie ich damit umgehe, wenn die jetzt Meniskusriss haben oder neues Gelenk, muss ich ja trotzdem mit denen physikalisch arbeiten, aber ich muss ja diese Grundwissen kennen und deswegen, ja, also ich habe ein bisschen was gelernt damals. Cool. Ja. Sollen wir den, ist jetzt der Cut oder Ja, für? dann machen wir den Cut, ja. Okay, Also, okay. gut, dann gehen wir in das nächste Thema in dem inneren Kreis. Da geht es um toxisches Umfeld. Ich glaube, das ist besser, wenn wir es hinter verschlossenen Türen bereden. Alle wollen mitlästern, aber nur die Coolen dürfen lästern. Nee, also, ich denke, dass Tanzen an sich, glaube ich, nicht negativ auswirkt auf euch, einfach nur als Bewegung oder als Sport gesehen. Ich glaube, das ist der Umgang damit und wie man das alles aufnimmt, bis hin zu Social Media, Motivation, warum geht ihr ins Training, wie trainiert ihr und so ein Zeug. Sollte eigentlich alles in eurer Hand liegen, meiner Meinung nach, oder, Ellen? Ist es so? Ja. Cool. Also, achtet darauf und baut keinen Scheiß mit euch selbst. Am besten, ihr nehmt es, wie soll ich sagen, in einem schönen Balance ernst. Das heißt nicht zu ernst, nicht zu wenig ernst. Also immer schön im Balance. Und man sollte sich einfach auch gezielte, gute Ziele setzen. Kleine Steps, phasenweise. Das würde ich jetzt raten. Was würdest du raten, Ellen? Zusammengefasst. Ja, vielleicht trifft es auch so diese, es gibt ja diese Smart-Zielsetzung, dass man schaut, dass Ziele sind so spezifisch, messbar, realistisch, irgendwas und dann noch terminiert auf jeden Fall. Aber Ah. es ist vielleicht so eine ganz gute Orientierungshilfe, wenn man sich jetzt ein Ziel vornimmt. Ja. Ja. Also, seid smart. Ja. Geht auf Genau. Social Media nur für diesen Podcast, liked und teilt die Sachen nur für diesen Podcast und dann wieder raus. Ansonsten dürft ihr gerne abonnieren, Glocke klingen lassen und kommentiert für den Algorithmus. Schickt es eurer Mutter den Podcast, schickt es in den Crew-Chat, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns dann im inneren Kreis oder auf einer Jam. Ellen, noch irgendwelche letzten Worte? Bleibt motiviert, aber nicht zu sehr. Cool. Also, wir sehen uns im Cypher. Peace.